Okay, nochmal ganz langsam. Tristan hat mit dir gewettet, wer mich als Erster ins Bett kriegt. Wessen Idee war das, Andi? Sag, dass das nicht wahr ist. Warum? Was habe ich euch denn getan? Nichts, Sisse. Ich glaube sogar, dass das noch nicht mal was direkt mit dir zu tun hat. Super, das wird ja immer besser. Toll, ihr wollt mit mir ins Bett, aber es hat noch nicht mal was mit mir zu tun. Worum geht's denn dann? Ich denke, das ist so ein Männerding. Okay, ich verstehe. Was war denn der Einsatz oder der Gewinn? Hä? Zwei Kisten Bier oder eine Tankfüllung? Bella, manchmal machen Männer halt Sachen, die doof sind. Das hat doch dann nicht unbedingt direkt was mit dir oder mit mir zu tun. Doch, Andi, das hat es. Bella, warte! Ich bin so tot. Tristan wird mich vierteilen und wenn er mit mir fertig ist, ist nichts mehr von mir übrig. Oh Mann, Leonie, es tut mir wirklich so leid. Ich wusste nicht, dass dein Song noch so geheim ist. Wahr. Aber er ist genial und er würde super zu meiner neuen Kollektion passen. Würde, genau. Wahrscheinlich war die Premiere das letzte Mal, dass man den Song überhaupt gehört hat. Sei doch mal nicht so negativ. Alle fanden deinen Song super und Tristan wird wohl kaum so blöd sein. Kannst du mal bitte die Klappe halten? Ich hab dir sowas von klar gesagt, dass der Song vor dem Release nicht veröffentlicht werden darf. Aber dir ist der... Komm mal wieder runter. Das hier ist ja sowas wie Familie. Ist es nicht. Und es gibt sowas wie Regeln. Ich hab Tristan in der letzten Zeit echt schon genug mit meinen Extrawürsten genervt. Leonie, du bist Künstlerin, das ist doch völlig normal. Oh, Jessie, du raffst es nicht, oder? Tristan wollte meine Debütsingle zum perfekten Zeitpunkt lancieren. Da muss alles stimmen. Marketing, Platzierung, PR und... Aber du verstehst davon natürlich nichts. Na, vielen Dank auch. Dir helfe ich noch mal. Leonie, Jessie hat es doch nur gut gemeint, ja? Nur das gut gemeint, weil Jessie immer in einer Katastrophe endet. Leo, jetzt komm mal bitte runter. Vielleicht reagiert Tristan komplett anders, ne? Eben. Vielleicht zieht er das Ganze ja lockerer, als du denkst. Hey, das glaubt ihr doch nicht wirklich, oder? Abfahren. Oder auch nicht. Tristan? Ja. Mimi sprechen unter vier Augen und zwar sofort. Komm mal her. Ich habe es geahnt. Immer wenn Sie sich sicher sind, geht es schief. Von wegen Ludwig löst das Gremium auf. Hören Sie, ich bin auch nicht gerade begeistert davon, dass es Sebastian gelungen ist, den Alten weich zu klopfen. Espresso, bitte. Servogrammanschein. Und wieder rückt Ihre kontrollierte Machtübernahme in weite Ferne. Ach was, das Rennen ist noch längst nicht gelaufen. Welches Rennen denn? Wir kommen keinen Zentimeter vorwärts. Wir wollen die Firma zerschlagen, schon vergessen? Tja, so wie es aussieht, kommen wir dabei im Moment eben an Sebastian als... Die signierten Thronfolger nicht vorbei. Bitte schön, wenn Sie ihm gratulieren wollen. Wir müssen dafür sorgen, dass er vor Ludwig in Ungnade fällt. Ja, macht doch nichts. Es ist nicht süß, wie er die Gelegenheit nutzt, seine gute Kinderstube unter Beweis zu stellen. Er hat wirklich ein Helfersyndrom. Es wäre doch schade, wenn ausgerechnet sein gutes Herz zu seiner Achillesferse wird. Ja, ich könnte mir vorstellen, genauso wird's kommen. Lassen Sie mich mal machen. Bella, jetzt lauf nicht wieder weg. Wieso hast du mir noch mehr Neuigkeiten reinzureichen? Hör mir zu, es ist einfach doof gelaufen. Warum? Weil du die Wette nicht gewonnen hast? Du, keine Sorge, Tristan kam auch nicht zum Zug. Das verstehst du völlig falsch. Du bist total wichtig für mich. Ich spar dir das, ja? Ich wette nicht um Menschen, die mir wichtig sind. Ich wette überhaupt nicht um sowas. Okay, du hast völlig recht. Es war total daneben von mir und ich habe auch keine Entschuldigung, aber du bist uns einfach in die Schusslinie gelaufen. Bitte? Tristan und ich, wir verstehen uns ja nicht besonders gut. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Er hat mich provoziert, den Macker raushängen lassen. Ist auch gar nicht deine Art. Mann, Bella, das war einfach ein riesengroßer Zufall, dass ausgerechnet du reinkamst, als er mich auf 180 gebracht hat. Du willst mir gerade im Ernst erzählen, dass du die bescheuertste Wette aller Zeiten eingegangen bist, weil Tristan dich geärgert hat? Ja, irgendwie. Aber ich bin ja auch selbst drauf gekommen, dass es total dämlich war. Und warum hast du es ihm nicht gesagt, das Ganze abgeblasen? Das habe ich gemacht, aber Tristan wollte nicht. Und dann hast du einfach mal schön weitergemacht. Bella,
Ich wollte. Weißt du was? Ich habe wirklich gedacht, du wärst mein Freund. Aber. Hau ab. Und du willst wirklich nichts trinken? Alles okay bei dir? Willst du drüber reden? Leonie hat keine Zeit für Mädchengespräche. Und du auch nicht, oder? Tristan, hör zu. Es wäre besser gewesen, du hättest mir zugehört. Das habe ich auch. Das mit dem Lied. Das war komplett daneben. Wir hatten eine klare Absprache, dass du bis zur Release-Party keinem außer deiner Oma oder deinem Freund diesen Song vorträllerst. Mir ist nicht klar, was es da nicht zu verstehen gibt. Nichts. Ich weiß doch, was du mir gesagt hast. Aber was interessiert mich das Geschwätz meines Managers? Ich bin Leonie Richter, ich bin ein Star. Nein, das bin ich nicht und das weiß ich. Noch nicht. Und ich würde aber alles dafür tun, dass... Noch nicht, hast du gesagt? Bravo, du kannst ja doch zuhören. Und was willst du mir damit sagen? Dass du den Song quasi veröffentlicht hast, das war Vertragsbruch. Aber ich werde darüber hinwegsehen und das Ganze als Probelauf betrachten, also schwamm drüber. Wow, das... Atmen, Mund halten, zuhören. Ich mache das ja nicht, weil ich so ein netter Mensch bin. Nein, das bist du nicht. Also natürlich. Der Song ist gut. Er ist so gut, dass er veröffentlicht werden muss, und zwar so schnell wie möglich. Bin zu allem bereit. Es gibt noch eine Sache, die wir klären müssen. Ja? Uns fehlt das Video zu dem Song. Okay, wann soll es losgehen? Jetzt gleich. Zumindest was die Anprobe für deinen Look betrifft. Der Stylist müsste eigentlich jeden Augenblick hier sein. Wie jetzt? Hast du was anderes vor? Weißt du noch, wie lange es her ist, dass wir uns zuletzt gesehen haben? Ja, 2, 3 Jahre. New York, oder? Ich wusste, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Es war vor 4 Jahren, in Kalkutta bei den Fashion Days. Ach ja, richtig. Weißt du nicht mehr, dieses unglaubliche Hotel mit dem Pool und der Aussicht und dem Bett? Lass uns noch mal dahin fahren, gleich jetzt. Sag mal... läuft eigentlich deine Modelkarriere? Super. Ja? Okay, mit anderen Worten, du hättest Interesse an dem Job bei LCL? Das wird nichts. Diese Tanja von Lahnstedt ist echt ein Biest. Ach, ich weiß. Ich war mit ihr verheiratet. Echt? Du musst nicht so tun, als ob du es nicht wüsstest, wenn du gleichzeitig willst, dass ich meine Kontakte spielen lasse. Aber so leid es mir tut. Tanja und mich verbindet alles andere als Freundschaft. Das kann ich mir vorstellen. Beim Casting war sie jedenfalls völlig ätzend drauf. Sie hatte irgendwie Stress mit ihren Typen und es hat sie alles an mir ausgelassen. Ach was, wie konnte sie das nur tun? Aber vielleicht hast du ja Glück, weißt du, ich habe mit Tanja noch eine Rechnung offen und du könntest mir helfen, sie zu begleichen. Ich? Hm. Weißt du, dieser... Typ, bräuchte dringend mal ein bisschen weibliche Aufmerksamkeit, wenn du weißt, was ich meine. Ach nö, so eine bin ich nicht. Natürlich nicht. Das soll doch auch nur so aussehen. Weißt du, seine weiße Weste bräuchte dringend mal ein paar Flecken. Gefällt mir. Echt? Ich dachte, in deinem Leben existieren nur Anzüge, Krawatten und einfarbige Oberhemden. Ich hatte auch nicht vor, es selbst zu tragen. Aber Tanja zum Beispiel könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Und was springt für mich dabei raus? Dein Traumjob, laufender Kleiderstände bei LCL. Schon vergessen? Deine Ex hasst mich. Mach dir nichts draus, sie ist nur eine von 2 Geschäftsführerinnen und die andere. Die wird dich lieben, dafür wird dich sorgen. Ich weiß nicht, ich bin im Moment auch ziemlich ausgebucht. Bist du nicht? Das ist das beste Angebot, was du dieses Jahr kriegen wirst.
Clarissa Number One. Und das bei meiner ersten eigenverantwortlichen Arbeit als Chefdesignerin. Du musst mir glauben, Unity Number One hat mir auch besser gefallen. Aber ich kann jetzt leider nichts mehr dran ändern. Na, wenigstens ist diesmal kein Pornoname wie Wet Fantasy. Was sagt Tanja jetzt eigentlich dazu? Sie weiß noch nichts davon. Was? Krass. Ich weiß. Ich wollte damit auch nur verhindern, dass sie sich vor lauter Ärger nicht mehr auf ihren Job in Dubai konzentrieren kann. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, natürlich hat er recht. Er ist doch schließlich der Chef von uns allen. Gräfin Anstetten, was gibt's? Viel Arbeit für Sie. Ich habe die Ordner von den wahren Ein- und Ausgängen auf Tanjas Schreibtisch für Sie gelegt, damit Sie sie bis morgen noch gegenzeichnen. Bis morgen? Ja. Sie legen schließlich Wert drauf, meine Arbeit zu überprüfen. Du bist ja sicher, dass Tristan nicht sauer ist wegen der Aktion? Offensichtlich nicht. Der will, dass das Musikvideo so schnell wie möglich über die Bühne geht. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich bin so gespannt, wie ich dieses Umstyling. Kim, frag mich mal bitte. Aber ist doch scheißegal, wie sie aussieht. Hauptsache, ihre Karriere geht steil bergauf. Du hast recht. Eigentlich ist es wirklich egal, wie sie aussieht. Nee, ihr habt keine Ahnung von dem Business. Das Aussehen ist die halbe Miete. Ja, oder interessiert ihr euch für eine Band, die aussehen wie eingeschlafene Füße? Entschuldigung, Leonie sieht niemals aus wie eingeschlafene Füße. Na, Timo, schon klar. Aber trotzdem, man kann einfach so viel falsch machen. Und du bist ja sicher, dass die Anprobe hier ist? Todsicher. Oh Gott, vielleicht kann ich ja was helfen, Mann. Das ist genau mein Ding. Hey. Lass die Leute bitte ihre Arbeit machen, in Ruhe, ja? Ja, gut. Spielen? Spielen. Ganz schön süß. Bitte? Ich meinte den Kaffee. Für mich ein Wasser, bitte. Also, wenn ich dürfte, wie ich wollte, würde ich vermutlich noch mehr Zucker in den Kaffee geben als Sie. Aber leider, danke. Sie sind morgen. Mhm. Das tut mir natürlich leid. Das mit dem Zucker. Zum Glück muss man in meinem Beruf nicht so sehr auf den Bauchumfang achten. Ehrlich? Ich dachte, Sie sind eins dieser Männermodels von LCL. Oh, nicht so dick auftragen. Eigentlich Sie. Doch, Sie haben die totale Ausstrahlung. Dieser Anzug, der steht Ihnen. Das müssen Sie unbedingt meiner Schwester sagen. Die sieht das ein bisschen anders. Außerdem, ich bin sowieso völlig ungeeignet. Ich kann unter Stress überhaupt nicht auf Zucker verzichten. Kenn ich. Leider gehöre ich zu den Menschen, die zunehmen, wenn sie an Schokolade nur denken. Dann lassen Sie das mit dem Stress doch einfach mal weg. Schön wär's. Jetzt zum Beispiel. Ich würde sterben für ein kleines Stückchen Schokolade. Das Casting. Es ist die Hölle. Aber Sie haben es geschafft, dass ich mich zum ersten Mal seit einer Stunde entspanne. Jetzt. Schön, Lächeln. Sie sind besser als Schokolade. Viel Glück. Danke, das hilft sicher.